Wir wollen diesen Vector Network Analyzer benutzen, um eine Wi-Fi-Antenne zu verbessern, anzupassen. Hier sehen wir das Ergebnis der Messung. Wir wollen 50 Ohm erreichen, sind aber leider bei 2,45 GHz etwas daneben. Die Werte bei 2,45 GHz betragen 29,3 Ohm minus J2 21 Ohm. Kapazitiv, also unterhalb im Smith-Diagramm. Hier sehen wir schon das Ergebnis. Das wollen wir aber mit dem Programm SimSmith erarbeiten. Wir starten also SimSmith und wählen die Frequenz 2450 MHz und tragen für Z die Werte ein, die Messwerte 29,3 Ohm reell minus 21 von 7 Ohm kapazitiv. Im Smith-Diagramm kann man diese Impedanz hier erkennen, das kleine Kreuzchen. Wir wollen diese Impedanz transformieren auf 50 Ohm. Da müssen wir also entlang dieser Linien irgendwie laufen. Eine mögliche Methode wäre, hier nach rechts unten auf diesen Kreis zu laufen. Der hat dann 50 Ohm und auf diesen 50 Ohm Kreis dann bis hierher. Als erstes fügen wir eine Kapazität ein, da wir ja nach unten laufen wollen. Die Werte des Kondensators kann man mit dem Mausrad ändern. Dabei läuft der Punkt nach oben, bis wir hier auf der gewünschten Linie sind, so etwa, und lesen ab einen Wert von 20 Picofarad, etwa, so genau geht das nicht. Wir sind hier schon auf der richtigen Linie. Wir wollen jetzt nach oben laufen. Wir brauchen also Induktivität, bis wir hier bei 50 Ohm reell sind. Schalten wir also noch eine Induktivität ein, parallel zum Generator. Das Ergebnis sehen wir hier. Wenn wir jetzt den Wert dieser Induktivität ändern mit dem Mausrad, dann laufen wir auf dieser Linie, auf der richtigen Linie, nach oben oder unten. Wir wollen natürlich nach oben laufen, bis wir bei 50 Ohm sind. Dann haben wir Anpassung erreicht. So, nun lesen wir mal die Werte ab. Das sind dann 3,8 Nanohenry. Und wir sind fertig. Wir vergleichen die Werte mit diesen Daten. Die sind fast genau gleich. Viele Wege führen nach Rom bzw. nach 50 Ohm. Wir können auch erst nach oben laufen, also eine Kapazität benutzen, und dann wieder nach unten, also eine Induktivität. Wollen wir doch mal mit SimSmith probieren, ob wir die gleichen Werte erreichen wie hier angegeben. Wir haben hier wieder die Impedanz, das kleine Kreuzchen, und fügen als erstes eine Spule ein, da wir ja nach oben laufen wollen. Da sehen wir das Ergebnis. Mit dem Mausrad können wir nun die Werte verändern, bis wir auf einem Kreis landen, der 50 Ohm ergibt. Auf dem Kreis 50 Ohm müssen wir dann nach unten laufen. Also fügen wir einen Kondensator ein und bewegen uns auf der richtigen Linie nach unten in Richtung 50 Ohm. Mit dem Mausrad wieder
ändern wir die Kapazität und laufen nach unten, bis wir bei 50 Ohm sind. Dann haben wir also Anpassung erreicht. Gucken wir uns das Ergebnis an. Der Kondensator hat einen Wert von 1,07 Picofarad. Und mal gucken, was hier für Werte sind. 1,09 Picofarad, ja. Also etwa gleich. Damit haben wir die Antenne besser angepasst mit diesem kleinen Netzwerk. Hier nochmal die Bilder aus dem Video VNA Tutorial Part 1. Das ist die Wi-Fi-Antenne. Hier haben wir die Messwerte. Hier Return Loss. Und hier das Messdiagramm. Das Return Loss Diagramm ist besser geeignet als das SWR-Diagramm, was häufig bei Funkamateuren benutzt wird, weil man hier unmittelbar ablesen kann, wie viel Prozent der Leistung denn nun reflektiert wird. Ein Return Loss von 10 dB bedeutet, ein Zehntel der Leistung wird reflektiert, 90% sind an der Antenne. Bei einem SWR-Wert von 2 weiß man nicht so schnell, wie viel Prozent wird denn nun reflektiert und wie viel Prozent geht noch zur Antenne. Hier kann man nochmal die Werte sehen, nur zum Vergleich. Return Loss von 10 dB bedeutet das gleiche wie VSWR gleich 2. Also bei einem Wert von VSWR von 2 wird etwa 10% reflektiert, vernachlässigbar. Es lohnt nicht, in den meisten Fällen die Werte zu verbessern, es sei denn, der Transceiver regelt runter.